chips, Limonade. Die erste gefährliche Aktion nach 15 Spielminuten. Was spielt sie da? Wir kehren zurück zum sportlichen Geschehen der frühen 90er Jahre, das vom Duell der beiden Austrias aus Wien und Salzburg dominiert wird. Emotionaler Höhepunkt, das Meisterschaftsfinale 1992. Serbien kontert schnell und stark. Mandanda gerade noch vor Pantelic. Pausenstand im Stade de France 0:0. Ich hab kein Bild. Ja, wenn man den Rapid, den Peter Backhut kennt, dann weiß man, dass er immer gewinnen möchte. 3:2 in Kärnten, in Klagenfurt verloren. Wie ist denn der Gemütszustand jetzt des Trainers? Super. Das war's? Ja, da haben wir die Frage schon. Ich habe den Schluss beobachtet und es war irgendwie eigenartig. Es sind so viele zum Michel Bauer gelaufen. Sie sind abseits gestanden. Sie waren ja der Sieger, nicht der Michel Bauer, oder? Nein, wir sind alle die Sieger. Ich glaube, es war jetzt ein bisschen viel. Cheftrainer ist Helmut Kraft, oder? Ja, ich glaube, über das werden wir uns nicht lange unterhalten müssen. Warum? Weil es eh klar ist, oder? Dass Kraft der Chef drin ist. Nein, ich muss ja nicht weiterreden. Wir sind dabei! Wir sind dabei! Wir sind dabei! Wir sind dabei! Da müssen wir drüber reden mit den Österreichern zu Hause. Aber es gibt auch noch einen Trick, dass man den Wasserverbrauch nicht so hoch hält. Es gibt beim Klo meistens zwei Knöpfe. Drückt man den kleineren, Nein. wird wenig Wasser verbraucht. Nur so ein kleiner. Und dann ein Eigentor von Alaba. Die No-Name-Truppe hat sich einen Namen gemacht. Dank ihm, dem Präsidenten Hannes Kartnig. Genau so stellen wir uns einen Alpenkaiser vor. Ein Bauchmensch, 110 Kilo und millionenschwer. Mit Koller wollte ich trotz aller Kritik und Anschuldigung fair umgehen. Ich beschloss daher, ihm noch am Abend einen persönlichen Brief zu schreiben. Darin wollte ich meine Sicht der Dinge schildern und ihn gleichzeitig vorwarnen, dass eine brisante Veröffentlichung auf ihn zurollt, für die er sich wappnen solle. Aber wie erklären Sie sich aber die doch eher mäßige Leistung jetzt? Nämlich auch von beiden Mannschaften, aber jetzt für Sie jetzt auch von der Wiener Austria. Ja, ich sehe keine mäßige Leistung wie Sie. Also ich sehe da schon eine gute Leistung, vor allem auch im taktischen Bereich, wenn wir sehen, dass auch der Gegner sehr gut uns das schwierig macht, schwer macht, das Spiel aufzubauen. Das muss man auch sehen. Also es ist nicht so. Es gibt ja auch mehrere Torchancen. Ich denke, das habt ihr auch gesehen. Also so sehe ich das nicht. Dass es, ich lasse mir das nicht schlecht reden. Ja? Okay. Also muss ich ehrlich sagen. Weil okay. Ich komme da ich immer anders, her und das ist alles schlecht. Und nein, aber gefallen. Folgende Zeilen hatte ich ihm handschriftlich verfasst. Teamchef, ich empfinde es als tiefe Beleidigung, wie Sie mit mir in den letzten zwei Tagen umgegangen sind. Durch Ihre an den Tag gelegte Respektlosigkeit und Missachtung meiner professionellen Arbeit, meiner unvergleichlichen Erfolge im Fußball sowie meiner großen Erfahrung lehne ich die von Ihnen vorgesehene Rolle im Nationalteam, Backup-Reservist, Stimmungsmacher und Spieler-Pusher ganz klar ab. Aber die Wiener Austria ist jetzt auf Rang 2, kann die Tabellenführung übernehmen. Ja. Ich würde sagen, man spielt jetzt nicht wo so. Wo steht Mattersburg? Auf Rang 4. Ah, okay. Ja, aber ich habe auch gesagt, dass beide schlecht gespielt haben in der ersten Spielhälfte. Also, ich sehe das Spiel nicht schlecht. Ist in Ordnung. Ich sehe das Spiel nicht schlecht. Es hat genügend Tormöglichkeiten gegeben, auch für Mattersburg. Und das warnt uns ja auch, dass wir da nicht da
den Gegner einfach so überspielen können. Das ist ja klar, es ist ja Warnung genug, wenn Mattersburg zwei großartige Chancen hat. Wir haben sie auch gehabt, haben sie nicht verwerten können. Okay, aber jetzt alle schlecht zu sehen, weiß nicht. Mit Paul Scharner gibt es keine halben Sachen. Für so einen Job werde ich nicht bezahlt. Und ich kann und will in dieser Rolle auch niemandem helfen. Wie Sie wissen, arbeite ich und baue ich mich jahrelang auf das Unternehmen WM 2014 vor und bin in Top-Verfassung. Da Sie null Gesprächsbereitschaft zeigen, werde ich morgen via Medien ein öffentliches Statement abgeben. Aus diesem geht hervor, dass ich als erfahrenster und erfolgreichster Spieler dieses Nationalteams einen Platz am Rasen fordere, um das große Ziel WM 2014 realisierbar zu machen. Er zeigt es auch, ich darf Ihnen dennoch, ich bin gespannt, was Sie sagen werden, wieder ein, zwei Szenen nämlich von Hadžikić zeigen. Da segelt er an einer Flanke vorbei, dann haben wir dann auch etwas vorbereitet, wo er dann ein bisschen stolpert beim Auswerfen. Zunächst einmal noch diese Szene hier. Dennoch zufrieden gewesen mit seiner Leistung? Ja, zum Beispiel können wir das jetzt einmal erklären. Was soll er da tun? Soll er im Tor bleiben? Soll er warten, was passiert? Kommt er vielleicht ein bisschen spät, er war im Zweikampf, der Ball war nicht im Tor. Also man kann jetzt viele Szenen zusammenschneiden und ich wundere mich ja bald nicht mehr, dass nur der Schlechte gezeigt wird. Er ist ein 19-jähriger Torhüter. Der war im Juli 19 und ich verstehe das überhaupt nicht mehr, dass dann nur der Scheiße kommt. Da. Kurz nachdem alle im Speisesaal Platz genommen hatten, stand Koller plötzlich wieder auf. Er erhob seine Stimme. Jungs, ich muss euch eine Mitteilung machen. Der Paul verlässt das Teamcamp. Augenblicklich war Stille im Raum. Und auch ich guckte Koller verdutzt an. Was war denn jetzt los? Koller hatte mir gegenüber doch noch überhaupt kein Wort darüber verloren. Und jetzt flog ich aus dem Camp? Na gut, dachte ich mir. Und war für den Moment vollkommen ruhig. Aber er hat jetzt noch keine wirkliche Parade. Gut, ja, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir haben Vertrauen und das lasse ich nicht nehmen. Und wenn ein 19-jähriger Torhüter mal einen Fehler macht, wo nichts passiert, nein, Gottes Willen, was soll denn das? Na, ich wollte Ihnen nur sagen, wie Sie zufrieden waren. Ich habe Sie gefragt, wie Sie zufrieden waren mit seiner Leistung. Ich bin zufrieden. Okay. Bitte. Peter? Von einem Rücktritt aus dem Nationalteam, wie es Koller öffentlich darstellte und wie es auch in den Medien immer wieder hieß, konnte keine Rede sein. Im Gegenteil, ich wäre gern dabei geblieben, wenn man mir eine tragende Rolle zugesprochen hätte, aus der heraus ich etwas hätte bewegen können. Ich wäre gern da geblieben, wenn sich nach meinem Interview Grundlegendes verändert hätte. Gut, ich sehe schon, der Franz Wolf hat heute violette Brillen auf. Nein, das hat nichts mit der Brille zu tun, das hat mit den Fakten zu tun. Und Gott sei Dank sagst du, man muss Geduld haben, aber wenn man 45 Minuten dann eine Leistung analysiert und dann nur drei schlechte Szenen sieht oder drei. Er hat ja noch keine Möglichkeit gehabt, sich auszuzeichnen. Hat er einen Flankenball gefangen, das hast du nicht gesehen. Oder? Hat er nicht der Flanke sicher gefangen? Okay, wo ist die? Also, okay. Sorry. Gut. Tut mir leid. Ja. Passt. Ja. Dankeschön fürs Gespräch. Danke auch. Ja, danke, Franz Wolfert. Ein Paul Scharner war als Fußballprofi im Endeffekt im österreichischen Fußball nie wirklich willkommen. Wir schauen uns einmal die österreichischen Gegner an bei der Euro. Da hat Island gegen Dänemark auswärts mit 1:2 verloren und auch Portugal mit einem verpatzten Test in dieses Euro-Jahr gegangen. Denn gegen den EM-Zuschauer Bulgarien setzte es eine 0:1 Heimniederlage und Cristiano Ronaldo war da nicht ganz unbeteiligt. Der Kapitän mit der 16. Paul Scharner gegen Idris Kameni. Schlecht geschossen. Miserabelst leider geschossen, dieser Elfer. Paul Scharner mitten drauf auf Idris Kameni. Und Sie bleiben aber dabei, ein glücklicher Sieg für die Salzburger? Ja, sicherlich. Also das letzte Tor haben Sie ja wohl gesehen.
Das letzte Tor, ja, das ist doch eine Sache, weil wir mit dem Torwart mit nach vorne immer unbedingt 1-1 spielen wollen. Ist doch klar, dass das Ergebnis dann am Ende hätte 3-0 ausgehen können. Also wir haben genug Chancen herausgespielt, die wir hatten. Auch in der zweiten Spielhälfte genug Chancen? Ich finde, wir haben gut gespielt, okay? Okay, bleiben wir dabei. Gut. If Antonio Valencia's shot had gone in after a couple of minutes, maybe a different tale. You could say if my aunt has a then it would be my uncle, you know. I don't think we can use that. Come back, camera. Volevo per la cronaca è Arnautovic. Sì, uno stupido può essere solo lui. Nach einem 0-2 in Ritzing. Das ist eine Sache, für die wir jetzt im Moment, das haben wir gedanklich angerissen, aber wir müssen uns damit ausführlicher beschäftigen. Vom Fangen wir mehr alles an. Wenn man sich die Szene jetzt genau anschaut, das ist auf alle Fälle eine haarige Situation und sicher eine sehr kritische Situation. Aber er hält ihn von heraus und der Arm, wenn man jetzt schaut, bleibt natürlich auch noch auf der Linie drauf. Deshalb, ich glaube, das ist sicher ein Graubereich, aber wenn man die Szene weiterlaufen lässt, dann sieht man, glaube ich, schon noch, dass er jetzt auf der Linie, da ist er noch. Naja, also ich bin der Meinung, dass man hier schon Strafstoß geben kann. Echt jetzt? Ja, wirklich. 2008 sind die Niederländer auch großartig in die Euro gestartet mit drei Siegen in der Vorgruppe und sind dann aber ausgeschieden gegen Russland. Rapid mit neuen Dressen, dem Bulgaren Ivanov, Stöger, Kübauer attraktiver. Wenn wir die schönste Mannschaft wären, hätten so in der, dann hätten wir auch andere Spieler holen hätten müssen. Was hätte das bringen sollen? Ja, das muss man irgendwie erklären, weil ich glaube, an ein Fußballspiel hätte man da halt nicht denken können. Also ich weiß nicht, vielleicht viele Leute, weil der Forschungsdienstag ist, vielleicht hat das der einen Spaß haben. Wenn ich sage, Geld bedeutet mir nichts, dann werden alle sagen, der liegt oder der... Das ist ein Trottel und ich meine, man kann auch nicht sagen, man kann auch nicht behaupten, Geld bedeutet mir nichts, denn ich habe eine Familie, ich muss meine Familie ernähren, ich muss Geld verdienen, ich will Geld verdienen, ich verdiene auch mehr Geld wie andere Arbeiter, dadurch muss ich auch mehr leisten und dadurch braucht man das Geld, aber wie gesagt, es ist sehr schön, dass ich viel Geld verdiene, dass ich das Geld habe, aber